Guten Abend, meine Damen und Herren, hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Faszination Tierwelt. Wie Sie an meiner Kleidung sicherlich schon ahnen werden, beschäftigen wir uns heute mit dem seltenen Exemplar des roten Falken. Der rote Falke ist ein scheuer Vogel mit weltweiter Verbreitung. Um sich vor seinen natürlichen Feinden zu flüchten, hier im Bild der schwarze Würger, flüchtet er sich in schwer zugängliche Rückzugsgebiete inmitten der Natur. Unseren mutigen Reportern ist es gelungen, einen größeren Schwarm dieser Tiere ausfindig zu machen und in der Wildnis von Langeleben aufzuspüren, wo sie sich regruppieren und um die Aufzucht ihrer Jungen kümmern. Wir werden Ihnen im Folgenden das Leben und Sozialverhalten dieser außergewöhnlichen Vögel näher bringen. Hier im niedersächsischen, politisch unwirklichen Unterholz konnten wir die scheuen Vögel aufspüren. Wir enthüllen Umgangsgepflogenheiten, Ernährung und Sozialverhalten dieser einzigartigen Spezies. Ja, und dann, wenn Sie irgendwelche Nachfragen oder was auch immer haben, dann auf jeden Fall immer Diskussionen eingehen und ja, also ich würde es halt einfach vorleben im Prinzip. Warum wird in eurem Nest so viel gespielt? Weil das einfach eine super Methode ist, um was zu vermitteln. Wenn man Spiele spielt, wenn man den ganzen Körper einfach dafür benutzt, dann behält man das im Nachhinein viel besser. Ja, und ich behaupte auch, dass das ein entscheidender Unterschied irgendwie zur Schule ist, so, wo man im Prinzip immer irgendwas reingedrückt kriegt und so ist es halt. Nicht, dass irgendwas gewusst werden muss, sondern dass man halt teilweise auch unterbewusst so beim Spielen irgendwie ganz wichtige Dinge lernen kann. Und das ist halt viel netter. Also es ist für mich persönlich auch viel netter, als mich irgendwie vor die Kids hinzustellen und zu sagen, so wird es jetzt gemacht, als es halt spielerisch rüberzubringen. Ja, es ist dann auch nicht so ein, ich lerne das, sondern ich erlebe, dass auch was gefordert wird. Wie geht der Falke mit seinen Jungvögeln um? Ja, im Prinzip muss ja jeder Helfer für sich auch schon oder jede Helferin für sich natürlich auch gucken, was sein oder ihr Stil ist. Aber im Prinzip ist ja das Falkenprinzip, dass es eben der Helfer sich in erster Linie überflüssig machen muss eigentlich. Im Prinzip muss er nur Kompetenzen und Möglichkeiten vermitteln, um Teilnehmerinnen zu befähigen, sich selbst zu organisieren in meinem Auge. Woher weiß der Falke eigentlich, wie er seine Küken aufziehen muss? Ja, zum Beispiel auf so einem Camp. Wie dem Camp hier, ja, in Workshops, im Austausch mit anderen. Bildung ist keine Einbahnstraße, das heißt, man kann immer von allen anderen lernen, von anderen Helferinnen, die auch ähnlich vor Ort mit einer Gruppe arbeiten oder so und ja, vor allem durch selber erleben. Bei den Falken gibt es ja auch einen Obervogel. Weißt du, wer das ist? Das ist der Sven Frier, der Bundesvorsitzende von uns, ja. Also wenn es einen Obervogel gibt, dann gibt es ja auch eine Hackordnung. Naja, es gibt eine Organisation, ich will es Organisationsstruktur nennen. Und es ist also Rangordnung in dem Sinne, dass nicht alle immer alles machen sollen so, ne? Oder auch nicht machen können. Und indem schon so die Außenvertretung und die politischen Entscheidungen auf eine Person übertragen werden, das wäre dann in erster Linie halt der Bundesvorstand. Und da der sich, ja, ich sag mal, einmal im Monat ungefähr trifft nur und manchmal Entscheidungen halt auch schneller getroffen werden müssen, gibt es halt diese, so habe ich das erfahren, gibt es diese Instanz vom Vorsitzenden, der halt auch Sachen schneller entscheiden kann. Kann in dieser Rangordnung ein Weibchen den gleichen Rang haben wie ein Männchen? Auf jeden Fall, ja. Also gibt es keine bestimmte Rollenverteilung? Aufzucht für die Weibchen und Jagd für die Männchen? Also ich glaube, also Was ich jetzt aus dem Verband so erfahren habe, dass es immer noch ein Phänomen ist, dass teilweise immer noch weniger Frauen in Funktionen vor Vorstandsebene sitzen als Männer. Aber an sich, so erstmal von der Struktur her, ist es eigentlich egal. Also da sind die Chancen für beide eher gleich. Dass es dann trotzdem so ist, ist wahrscheinlich eher
weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, eher ein Phänomen so von gesellschaftlicher Struktur. So, ne? Nach diesen ausführlichen Blicken ins Sozialverhalten der Roten Falken werden wir uns nun der Nahrungskette dieser wirklich außergewöhnlichen Vögel widmen, wo sich tiefe Abgründe auftun. Wir befinden uns hier in der Fraßstelle und vor uns haben wir den Küchenvogel Peter Frank. Und der Peter hat den größten Schnabel von allen. Fast. Also es gibt hier schon Leute, die sich im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht haben. Aber wir haben jetzt nicht so den einen Küchenchef oder irgendwas. In verschiedenen Lagern ist es ja auch üblich, Teilnehmer fest mit einzubinden. Also dass da wochenweise oder tageweise irgendwie gekocht wird. Also hier geht es natürlich mehr um die gröberen Rahmenbedingungen. Was muss man im Vorfeld beachten? Wo kauft man Lebensmittel? Wie kann man sich versorgen? Was für Mengen kalkuliert man? Und so. Wie schaut das sonst bei euch aus? Ihr macht ja mehr oder weniger drei Gerichte. Ihr ernährt ja hier Fleischfresser, Vegetarier und Veganer. Ja. Wie regelt ihr das? Wir lassen das Fleisch weg. Das ist total einfach. Damit ist es dann schon vegetarisch. Für die Veganer, das sind nicht so viele, das sind nur 10 Leute, da kochen wir Alternativen. Legt und fresst ihr eure eigenen Eier? Ja, nicht grundsätzlich nein, aber wir haben, glaube ich, nichts eingeplant mit Eiern. Es mag sein, dass wir hier aus dem Haus noch ein paar Eier kriegen. Wir sind ja in Langeleben auf dem Falkenzeltplatz. Der hält hier eine kleine Hühnerherde mit 20 Hühnern. Aha. Und hat uns schon versprochen, da mal ein paar Eier abzusammeln, sodass es also für Vegetarier auch irgendwann mal irgendwas mit Eiern gibt. Das kann schon mal passieren. Wir sind der Workshop Antirassistische Arbeit in der Falkengruppe. Wie groß ist das Verbreitungsgebiet des Falken? Wo gibt es Falken überall auf der Welt? Jetzt ist Stefan, oder? Oh, von links nach rechts. Achso, ich hatte ja schon eine Frage. Also, die Falken, also gibt es in sehr vielen Ländern, aber, also ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es die jetzt überall genau gibt, aber, also... Ich weiß zum Beispiel nichts von Falkenorganisationen in Afrika oder auch in Asien, ja okay, halt in Israel. Aber ja, genau. Also ganz genau kann ich das nicht sagen. Also ich glaube, dass die meisten Organisationen, die ich kenne, auf jeden Fall in Europa sind. Ihr schickt ja auch einen Lockruf über euren Horst. Das haben wir beim Frühstück gemacht, haben alle gehört, die da waren. Haben wir verschiedene Sachen gemacht, also... Zuerst mal eine Ansage, hallo, wer wir sind, und dann später noch, was der Inhalt des Radios ist. Haben wir einen Essensplan durchgegeben, damit alle wissen, was es heute zu essen gibt. Wir hatten Musik gespielt. Einerseits sind wir ja ein politischer Jugendverband, das heißt, wir müssen schon irgendwie politisch sein, ne? Faust. Und dann haben wir auch noch spaßeshalber ein Lied über Kartoffelpüree gespielt, weil es heute Abend Kartoffelpüree gibt. Also wir wollen natürlich auch noch zeigen, wie viel Spaß wir eigentlich immer haben. Das war's dann auch schon mit unserer kleinen Dokumentation, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben und ich hoffe, Sie haben diese possierlichen Tierchen ebenso ins Herz geschlossen wie ich. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Faszination Tierwelt hier im Öffentlich-Rechtlichen. Guten Abend.